Suche nach Tayo auf YouTube. Wie findet ihr das? Wow! Es ist toll geworden! Jetzt arbeite ich am Sand des Strandes. Wo ist denn meine Sandfarbe? Ist sie vielleicht hier? Lani! Oh nein, die Farbe! Oh nein, ohne die Farbe kann ich keinen Sand malen. Ein Geschenk für Hanna. In der Werkstatt läuft mitreißende Musik. Musik ist wirklich toll. Ja, oder? Du scheinst wirklich glücklich zu sein. Ja, ich plane in meinem nächsten Urlaub wegzufahren. Wow, wo willst du denn hin? Ha? Tada, hierhin. Wow, du fährst an den Strand? Seht euch die Leute an, wie sie mit den Hinterteilen wackeln. Oh, eigentlich tanzen sie gerade. Zu besonderer Musik. Ungefähr so. Hanna muss schon ganz aufgeregt sein. Hula hula! Endlich ist der Tag für Hannas Abreise gekommen. Bist du so weit? Ja. Wow! Wie sehe ich aus? So schön! Hab ganz viel Spaß, Hanna. Vielen Dank. Ich muss jetzt wirklich los. Hanna! Hanna! Wir haben ein Problem. Was ist denn los? Rookie, was hast du denn? Hä? In der Stadt war ein Unfall. Wir brauchen deine Hilfe. Eine Menge Autos müssen repariert werden. Was? Aber Hanna war doch gerade dabei, in den Urlaub zu fahren. Wirklich? Oh nein. Okay, ich komme. Rookie, los, gehen wir. Danke. Aber was ist mit deinem Urlaub? Da brauchen Autos dringend Hilfe. Bis später. Hanna beschließt, den Urlaub abzusagen, um die kaputten Autos zu reparieren. Hanna muss so enttäuscht sein. Sie hat sich schon so auf den Urlaub gefreut. Stimmt. Können wir denn nichts tun, damit sie sich besser fühlt? Ich weiß was. Ja, was denn? Wir dekorieren die Garage genauso wie auf dem Foto. Welches Foto? Das Hanna sich angeguckt hat. Oh, das Foto. Wow, dann fühlt sie sich fast so, als wäre sie im Urlaub. Du hast recht. Tayo, das ist eine tolle Idee. Danke. Die kleinen Busse studieren das Foto. Also, was brauchen wir alles? Es muss aussehen wie am Strand. Und wir brauchen einen Wohnwagen. Und einen Blumenkranz. Es wäre toll, wenn getanzt wird. Rogi, lass uns zusammen nach einem Wohnwagen und einem Kranz suchen. Ja, gern. Dann dekorieren Garni und ich so lange die Garage. Alles klar. Und wo finden wir einen Wohnwagen? Kein Problem. Ich weiß, wo wir anfangen können. Und wo ist das? Wo sind wir hier? Das ist eine Müllkippe. Was ist los? Hier gibt es so gut wie alles. Wo fährst du hin? Tayo, Tayo, wie ist es hiermit? Was ist das denn? Sieh doch, das sieht doch so aus wie das Ding auf dem Foto. Das glaube ich eher nicht. Findest du nicht? Einen Moment, komme gleich. Rogi? Und das hier? Was? Ich glaube, das ist noch besser, oder? Ich glaube, wir werden hier nichts finden. Glaubst du? Ich finde alles ganz gut. Rogi, sieh dir das an. Wow, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wenn wir ihn putzen, ist er perfekt. Siehst du? Ich wusste, dass wir hier alles finden. Du hattest recht. Lani und Garni denken darüber nach, wie sie die Garage dekorieren sollen. Wie verwandeln wir die Garage in einen Strand?
Mal sehen. Wow, das ist schön. Ist es wirklich? Ja. Oh, Andy hat das gemalt. Oh, das ist es. Was ist das, Lani? Gani, wir fragen einfach Andy, ob er uns eine Strandszene malen kann. Wow, das ist eine tolle Idee. Ihr wollt, dass ich einen Strand male? Ja, wir wollen die Garage wie einen Badestrand dekorieren. Wie ein Strand? Okay. Vielen Dank, Andy. Sehr gerne. Meldet euch einfach, wenn ihr was braucht. Tayo, der kleine Bus. Wie findet ihr das? Wow, das ist toll geworden. Jetzt arbeite ich am Sand des Strandes. Wo ist denn meine Sandfarbe? Ist sie vielleicht hier? Lani! Oh nein, die Farbe! Oh nein, ohne die Farbe kann ich keinen Sand malen. Echt? Oh, ich habe eine Idee. Eine Idee? Genau, ich bin gleich wieder da. Lani? Also, Rogi, wir haben einen Wohnwagen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Blumenkranz. Woher bekommen wir Blumen? Oh, Dori! Rogi, Tayo! Was macht ihr hier? Dori, wir möchten Hana einen Kranz schenken. Aber wir wissen nicht, wo wir Blumen herkriegen können. Aber ich weiß, wo Blumen sind. Wow, wirklich? Genug Blumen, oder? Ich bringe euch welche. Einen kleinen Moment. Okay, danke. Oh, die ist auch schön. Los, Dori! Dori? Was tust du da? Ich wollte ja nur... Wo ist Garni denn bloß hin? Ich weiß nicht. Oh, meinst du, dass er vielleicht zum Strand gefahren ist? Was? Um Sand zu holen. Oh ja, ich glaube, er ist am Strand. Ach, Quatsch. Oh, Lani, guck mal da. Was denn? Lani! Wow. Was ist denn jetzt los? Wir haben gehört, dass ihr Hana eine Freude machen wollt und wir sind hier, um zu helfen. Wirklich? Oh, Garni, das ist klasse. So, das haben wir. Fast so, als wären wir wirklich am Strand. Ja, es ist klasse. Vielen Dank euch. Ist doch selbstverständlich. Hana muss das doch einfach lieben, oder? Ganz bestimmt und ob. Wie ergeht es Tayo und Rogi bei ihrer Blumensuche? Man sollte Blumen nicht einfach pflücken. Tut mir so leid. Das tut den Blumen doch weh. Entschuldigung? Ja? Dori hat nichts falsch gemacht. Das stimmt. Dori wollte uns nur helfen. Aha. Also, heute Morgen, da wollte Hana in den Urlaub aufbrechen. Tayo und Rogi erzählen der Lehrerin von Hana. Ich verstehe. Aber es ist nicht richtig, Blumen zu pflücken. Okay. Seid deswegen nicht enttäuscht. Ich habe eine andere Idee. Wirklich? Wieso basteln wir nicht einfach Papierblumen, hä? Papierblumen? Ja, die sind schön. Das ist ja toll. Bitte schön. Wow. Wie schön die sind. Vielen Dank für eure Hilfe und für ihre Hilfe. Oh, Hana wird sich so freuen. Euer Geschenk ist wirklich toll. Machen wir unserer Lehrerin auch eins? Ja, das machen wir. Ich denke, es ist Zeit für uns zu fahren. So gut, bis bald. Seid ihr alle rechtzeitig fertig geworden? Ihr werdet euch bestimmt wundern. Ja, wir haben diesen wirklich tollen Wohnwagen gefunden. Und wir haben einen schönen Kranz. Aha. Aber Freunde, wir brauchen noch Musik zum Tanzen. Das ist kein Problem, dafür ist schon gesagt.
Also dann, wir sind startklar. Sind wir! Am Abend kommt Hana zur Werkstatt. Oh, mein Kleid ist ganz schmutzig. Ich wollte so gerne fahren. Aber es ging ja nicht anders. Hana! Bist du fertig mit deiner Arbeit? Ja. Dann lass uns mal wegfahren. Wohin? Das sag ich nicht. Komm! Oh, okay. Dann los. So, wir sind da. Okay. Tada! Wow! Oh, danke. Und bitte! Oh. Jetzt setz dich da drüben auf die Liege. Wir haben auch einen Blumenkranz für dich. Einen Kranz? Wie schön. Ihr tanzt toll. Dann entspannen wir uns mal. Dank der kleinen Busse kann Hana einen tollen Urlaub in der Garage verbringen. Jay, die Neue vom Rettungsteam. Es ist ein sonniger Nachmittag und die kleinen Busse sind auf dem Weg zum Notfallzentrum. Warum will Rookie uns wohl treffen? Oh, wer weiß. Vielleicht will er mir ja einen Preis verleihen, weil ich so ein toller Bus bin. Das ist eher unwahrscheinlich. Mama, wir können jetzt gehen. Okay. Zu spät, zu spät, zu spät! Bist du okay? Ja. Wow! Das war richtig knapp. Ich danke Ihnen von Herzen. Vielen Dank. Das Wichtigste ist, dass sich niemand verletzt hat. Schönen Tag noch. Wer war das denn bloß? Das war richtig cool. Rookie! Hallo! Wow! Blitzeblank! Das sieht gut aus. Wow. Findet heute etwas Besonderes statt? Heute kommt ein neues Mitglied unseres Rettungsteams. Oh, ihr bekommt ein neues Mitglied? Oh, da kommt sie ja schon. Oh. Das gibt's doch nicht, die Motorradfahrerin. Oh. Hallo, ich bin Jay. Ich fange hier heute an. Ich bin Rookie, willkommen. Willkommen in der Notrufzentrale. Ich freue mich, dabei zu sein. Und hier drüben sind unsere kleinen Busse. Vermutlich die größten Rabauken der Stadt. Jay, hallo. Schön, euch kennenzulernen. Morgen werden wir eine Willkommensparty für Jay veranstalten. Wollt ihr kommen? Wow, eine Willkommensparty? Oh, na klar, wir kommen auf jeden Fall. Am nächsten Tag macht sich Lani nach der Arbeit auf den Weg zum Spielplatz. Die Willkommensparty ist heute Nachmittag. Ich bin gespannt. Hallo, ich bin Jay. Ich fange hier heute an. Ah, hoffentlich werden Jay und ich schnell enge Freunde. Jay, schön, dich zu sehen. Kannst du mal an die Seite fahren, bitte? Oh, okay. Was machst du da? Hab ich's mir gedacht. Bei deinem Hinterrad entweicht Luft. Ah, mach dir deswegen keine Sorgen. Doch, das ist zu gefährlich. Fahr sofort in die Werkstatt und reparier es. Jetzt sofort? Ich wollte doch eigentlich mit meinen Freunden zum Spielplatz. Wenn du einen platten Reifen hast, kannst du einen Unfall machen und andere gefährden. Fahr bitte jetzt sofort. Wenn du darauf bestehst... Ist ja nicht so, dass er schon komplett platt wäre.
Nachdem Lani ihren Reifen repariert hat, kommt sie am Spielplatz an. Hallo! Ich bin da! Oh? Woohoo! Woohoo! Juhu! Noch einmal! Na klar! Na, ich zuerst! Komm schon! Shine! Hä? Lani! Hast du zufällig Tayo und die anderen gesehen? Sie sind früher weg, weil sie zur Arbeit mussten. Dann bin ich wohl zu spät. Wir wollten zusammen spielen. Haha, dann spiel doch mit uns. Oh. Okay. Als nächstes bin ich an der Reihe. Stopp! Hä? Jay, guck mal hier. Mein Reifen ist schon repariert. Was machst du da? Solange der Fahrstuhl nicht repariert wurde, müssen wir den Spielplatz schließen. Was? Speed und Shine sind doch gerade erst damit gefahren. Lass mich nur einmal. Leider nein. Der Fahrstuhl ist kaputt. Ich will aber damit fahren. Sie macht mir Angst. Ich glaube, sie mag Lani nicht. Du bist so unfair, Jay. Tayo, der kleine Bus. Lani! Wo warst du bloß? Wir haben lange auf dich gewartet. Schnell, wir müssen zu Jays Willkommensparty. Nö, ich fahr nicht hin. Fahrt ihr ruhig los. Was? Warum denn nur? Du wolltest doch so gern zur Willkommensparty. Aber jetzt will ich eben nicht mehr. Ich fahr lieber zum Spielplatz. Hä? Wieso? Was hat sie denn? Komisch. Die unglückliche Lani fährt anstelle zur Willkommensparty allein zum Spielplatz. Doof. Ich darf als Einzige nicht fahren. Oh? Der Fahrstuhl sieht gar nicht kaputt aus. Leider nein. Der Fahrstuhl ist kaputt. Sie hat es nur gesagt, weil sie mich nicht mag. Oh? Ha! Funktioniert wie immer. Oh, was ist denn jetzt passiert? Willkommen, Jay! Glückwunsch zu deinem Job bei uns im Notfallzentrum. Glückwunsch! Ich danke euch allen. Hä? Moment, ist Lani nicht mit euch gekommen? Oh. Naja. Sie ist zum Spielplatz gefahren. Hast du Spielplatz gesagt? Ja, hat er. Rugi, musstest du das wirklich erzählen? Wieso? Sie wollte nicht herkommen und ist lieber zum Spielplatz gefahren. Ich muss sofort dahin. Jay, warum fährst du denn jetzt weg? Rookie, nur für den Fall der Fälle. Schnapp dir die Notfallrutsche und komm damit zum Spielplatz. Helf mir doch! Ist da draußen jemand? Lani! Jay, ich bin im Fahrstuhl! Was mit dem Fahrstuhl passiert sein? Beeilung! Okay. Lani ist in Gefahr! Oh nein! Bist du verletzt? Das war ganz schön schlimm, hm? Jetzt bist du in Sicherheit. Jay! Ich hab die Notfallrutsche schon installiert! Bleib zurück! Okay! Okay, und raus. Okay. Ah, Jay, da ist Feuer! Das wird schon.
Rutsch einfach. Okay. Lani! Jay! Oh nein! Jay! Lani, bist du in Ordnung? Ja. Ohne Jay hätte das wirklich gefährlich werden können. Das stimmt. Nein, ich habe nur meinen Job gemacht. Jay, danke, dass du mich gerettet hast. Oh? Jay, dein Haar ist verbrannt. Das macht nichts. Lani, ich habe dir doch gesagt, dass der Fahrstuhl außer Betrieb ist. Warum hast du ihn trotzdem benutzt? Ehrlich gesagt, habe ich dir nicht geglaubt, dass der Fahrstuhl wirklich kaputt ist. Ich dachte, du willst nicht, dass ich damit fahre, weil du mich gar nicht magst. Was? Ich? Ja. Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, hast du mich nicht gegrüßt und warst sauer auf mich. Das war nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich mir Sorgen um dich gemacht habe. Ist das wahr? Natürlich. Es ist meine Aufgabe, darauf zu achten, dass niemand von euch in Gefahr gerät. Das habe ich nicht gewusst. Es tut mir so leid, Jay. Schon vergessen. Aber wenn ich dir sage, du musst vorsichtig sein, dann hörst du bitte auch drauf. Abgemacht? Okay. Am nächsten Morgen fährt Lani zum Notfallzentrum, um Jay zu treffen. Jay! Jay! Wo ist sie hin? Lani! Hä? Ist was passiert? Frank! Ist dir vielleicht Jay über den Weg gelaufen? Oh, du suchst nach Jay. Jay, komm, zeig dich! Oh. Hi! Wow, Jay! Das steht dir super! Danke. Oh, jetzt kannst du wieder auf dem Spielplatz spielen. Ich habe den Fahrstuhl gerade repariert. Wirklich? Wow, das ist super! Heute spiele ich wieder auf dem Spielplatz. Moment. Hä? Lani, hast du heute deinen Sicherheitscheck gemacht? Ja, na klar doch. Okay, dann bis später. Bis später. Fahr vorsichtig. Mach ich. Wir hoffen, dass Jay weiterhin so ein starkes Mitglied im Rettungsteam ist. Rogis großer Auftritt. An einem schönen Morgen haben sich die kleinen Busse vor dem Fernseher versammelt. Es fängt an. Heute findet der Wettkampf der außergewöhnlichen Autos statt. Kaum zu glauben, was diese Autos alles können. Die erste Herausforderung, Reifenstapel. Als nächstes Glasbrechen durch starkes Hupen. Und zu allerletzt der Gewinner der heutigen Show, Baumaschinen ziehen. Wahnsinn, wie er die Baumaschinen ganz alleine zieht. Ist das nicht Toto? Wow! Das ist so cool! Wow! Wenn auch du etwas ganz Besonderes kannst, schick uns dein Video zu! Okay, das werde ich machen. Ich will auch ins Fernsehen kommen. Werdet ihr mir dabei helfen, Freunde? Ich muss jetzt wirklich zur Arbeit fahren. Bin heute auch sehr beschäftigt. Ja dann, wir müssen los. Viel Glück, Rogi. Was? Na denn? Lani, du darfst heute mit mir Videos drehen. Ich habe aber keine Lust. Ich will lieber mit den anderen spielen. Bitte. Dafür werde ich nach der Show wirklich alles machen, was du willst. Wirklich? Hoch und heilig versprochen. Ehrlich? Gut. Das darfst du später aber nicht zurücknehmen. Abgemacht ist abgemacht. Und Kamera ist dran. Klasse, Hannah, vielen Dank. Was habt ihr denn nun mit der Kamera eigentlich vor? Wir machen ein Video für die Fernsehshow. Ich komme ins Fernsehen, das wird super. Lani, komm. Danke, Hannah, bis später. Ja, passt gut auf euch auf. Rogi und Lani denken darüber nach, was Rogi fürs Fernsehen machen könnte. Wie wär's, wenn wir beim Wettbewerb für das beste singende Auto mitmachen? Singen? Halte am roten Licht an und fahr, wenn es grün wird. La 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 la. Bitte lass es lieber. Singen solltest du wirklich nicht. Echt? Was mache ich dann?
Oh. Das ist doch immer das Gleiche. Ja. Oh, das sollte ich machen. Warte auf mich! Rogi, was machst du denn da? Das ist es. Ich bekomme die meisten Passagiere in nur einen Bus. Alle Mann bitte einsteigen. Oh, wirklich? Aber sind wir nicht zu viele? Das ist okay. Alle passen rein. Wow. Wir können alle einsteigen? Ist das nicht zu schwer für dich? Geht schon klar. Sorg du für ein gutes Video. Jetzt geht's schon los. Voll beladen erreicht Rogi schließlich die Bergstation. Du hast es geschafft. Ja, das habe ich. Leute! Situ! Was macht ihr denn hier? Ich habe so viele Fahrgäste wie nur möglich in einem Bus dabei. Bitte aussteigen. Danke. Danke. Also dann auf Wiedersehen. Oh, wow. Ich habe viel mehr Fahrgäste dabei als Situ. Hä? Nein, Situ hat viel mehr. Danke, Situ. Oben war es sehr bequem. Gern geschehen. Oh nein, das waren wirklich mehr Leute als bei mir. Wir sind wieder da. Hallo. Lief der Videodreh denn gut für euch? Wir sind immer noch irgendwie mittendrin. Wirklich? Sieht aus, als wärt ihr schon völlig fertig. Völlig fertig, sagst du? Blödsinn. Der Videodreh ist noch lange nicht beendet. Lani, auf zur nächsten Herausforderung. Nochmal. Rogi gibt nicht auf und sucht mit Lani nach einer neuen Herausforderung. Alle Kerzen auspusten mit Pupsen. Ja. Das war nicht so toll. Keine Autowäsche für eine ganze Woche. Nur noch einen Tag, dann habe ich es geschafft. Oh, du riechst so eklig. Ja, nein. Tayo, der kleine Bus. Du, Rogi, vielleicht sollten wir es besser lassen. Na gut, fahren wir zurück in die Garage. Oh nein, jetzt ist Rogi total enttäuscht. Vorsicht, Vorsicht, Rogi! Wow. Ja klar, aber sicher doch! Das war knapp. Ich wäre fast in die Pfütze gefahren. Rogi! Das war gerade richtig super! Hä? Wovon redest du denn? Ich habe eine tolle Idee. Mir nach! Rogi folgt Lani zum geheimen Spielplatz. Und was hast du für eine tolle Idee? Hör mal zu. Du wirst ein Rennen nur auf zwei Rädern machen. Und mit sowas kann ich ins Fernsehen kommen, meinst du? Na klar. Ich wette, du bist der Einzige, der sowas kann. Wirklich? Wir versuchen es einfach mal. Genau. Ein Rennen auf nur zwei Rädern. Ich bin bereit. Kamera läuft und los. Drei, zwei, eins, auf geht's. Ja. Super. Das sollte reichen, um im Fernsehen gezeigt zu werden. La, 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 la. Ich hab's fast geschafft. Okay.
ist zurück in der Werkstatt, wo Hana ihn repariert. Glück gehabt, dass du dich nicht stärker verletzt hast. Ja, danke, Hana. Ich denke, ich sollte das Fernsehen aufgeben. Der deprimierte Rogi verlässt den ganzen Tag lang nicht die Garage. Wir sind da! Rogi! Hey, wir probieren es einfach nochmal. Ich mag nicht mehr. Rogi, willst du mit uns zum Spielplatz fahren? Nein. Ach, Rogi, lass uns ein Picknick machen. Keine Lust. So habe ich Rogi wirklich noch nie gesehen. Was können wir bloß tun, um ihn wieder aufzumuntern? Ich weiß nicht. So, wieder abgebaut. Oh, danke schön, Hana. Sag mal, will Rogi es denn wirklich gar nicht mehr probieren? Nein, wo er doch so gern mal ins Fernsehen wollte. Huh? Lani! Was? Wow, sieh dir das an! Das ist super! Das ist es doch! Hana, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, was denn? Am nächsten Tag besuchen die kleinen Busse nach der Arbeit ihren Freund Rogi in der Garage. Rogi! Lass uns zusammen Fernsehen gucken. Mach schnell und komm raus. Nein, danke. Ich habe keine Lust. Es kommt heute was richtig Lustiges im Fernsehen. Genau. Es wird dir sicher gefallen. Was Lustiges? Hä? Oh, na ja, dann müssen wir es eben ganz alleine ansehen. Das ist ja schade. Wir müssen los. Rogi! Ich komme nur mit, weil ihr mich sonst nicht in Ruhe lasst. Okay. Na komm schon, ich glaube, es geht gleich los. Zu allerletzt, der tollste Beitrag für heute ist... Was soll denn das? Das meintet ihr wäre gut? Ich bin raus. Rogi, bitte fahr doch nicht einfach wieder weg. Das Auto, das alle überrascht, indem es in den Himmel fliegen kann, Rogi. Was? Ich? Was ist denn hier los? Was du nicht mitbekommen hast? Wow, sieh dir das an! Ich habe mir das Video vom geheimen Spielplatz angesehen und... Du sahst aus, als würdest du in den Himmel fliegen. Also habe ich Hana gebeten, es zur Show zu schicken. Was denn? Lani, vielen Dank. Gern geschehen. Juhu! Ich war im Fernsehen! Ich beneide dich, Rogi. Ich auch. Und du wirst jetzt alle meine Besorgungen machen, richtig? Besorgungen? Du hast versprochen, wenn ich dir helfe, tust du, wonach auch immer ich dich frage. Hab ich das wirklich? Aber es ist ja noch gar nicht vorbei. Was? Es geht weiter damit, dass ich von meiner Freundin Lani weglaufe. Hey, das ist nicht fair! Halt mich, wenn du kannst! Bleib sofort stehen! Du hast es versprochen! Dank Lani hatte Rogi einen tollen Auftritt im Fernsehen. Glückwunsch, Rogi!